Wir sind wieder live, der Ich sag mal Blogger Gunnar Sohn, und mit dabei ist Bernhard Steimel, und wir haben uns jetzt 10 Minuten Zeit gegeben, es sind ja nur noch 9 Minuten und 44 Sekunden, um auf ein neues Projekt aufmerksam zu machen. Mindsharing Camp 01 heißt es, und es findet statt vom 6. bis 9. Juli. Das ist quasi das neue Davos, sage ich jetzt mal völlig überheblich, Gipfeltreffen der Weltverbesserer in Bad Kastrein für eine bessere Netzwerkökonomie. Und einer der Mitinitiatoren, ja, bist du, Bernhard. Um was geht es? Ja, um was geht es? Ich bin eigentlich jemand, der versucht, einmal im Jahr Leute zusammenzutrommeln, um ein Stück weit voneinander zu lernen, Perspektive zu öffnen und dann auch Impulse mit in den Alltag wieder mit zurückzunehmen. Und vor 1,5 Jahren war ich zum ersten Mal in Bad Gastein, und wer schon mal da war, der wird das kennen. Das hat so, sag mal, so ein bisschen morbiden Charme, vielleicht wie Berlin vor 20 Jahren, nur halt in den Bergen. Und da saß ich mit einem alten Freund zusammen und habe gesagt, das ist eigentlich der perfekte Ort, um so das nächste Mindsharing Camp zu machen. Und irgendwie habe ich ein paar Leute jetzt drauf angefixt, auf diese Idee. Und dazu gehörst du. Dazu gehört der Marc Frey von den Simplifiern und das ist der Michael Kemper von Adesso. Und wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal, und wir haben gleich auch ein richtig gutes Programm zusammengestellt. Genau, und dann haben wir gesagt, also das, was Davos kann, das können wir schon lange. Aber, nee, also ich bin ja direkt angesprungen, ich habe Bad Gastein gerade geschrieben mit R, Bad Gastein, ich habe es jetzt gerade verbessert, im Video kann ich das jetzt nicht mehr ändern, Bad Gastein, ich kenne es, weil dort der Zug, der Autozug beginnt nach Kärnten rein, wenn ich dann in das Hotel, frühere Hotel meines Großvaters gefahren bin ich da immer daran vorbeigekommen und dachte, Mensch, das ist so der morbide Charme der K&K-Monarchie, Bad Gastein, das ist ja wirklich so. Ja, das sind, da sind früher die Kaiser und Könige zum Kuren hingefahren. Wir haben uns auch wirklich ein Hotel dort ausgesucht, das sieht so ein bisschen aus wie Hotel Budapest. Das ist Hotel L'Europe, was mittlerweile nach 3 Insolvenzen dann letztendlich, passt vielleicht ganz gut auch zur Startup-Szene, dann die Berufung gefunden hat als Apartment-Hotel. Und da wollen wir einchecken. Und direkt nebenan ist unter anderem die Villa Solitude, wo die Sissi, wenn sie gar keinen Bock mehr auf ihren Mann hatte, dann für Monate entfleucht ist. Und da kann man auch hervorragend essen. Das ist also auch ein Camp der kleinen Wege. Und da gibt es also eine der besten Location, die ich kenne, ist das alte Kraftwerk, also direkt unterhalb von dem Wasserfall. Da wollen wir dann auch wie nennt man das dann nochmal, wir werden die Location zwar nicht mieten, aber die werden wir dann halt mal für uns umfunktionieren. Genau. Für eine dieser Werkstätten, die wir planen. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen wandern gehen und Höhenluft schnuppern. Und wenn es dann ganz zu arg wird, dann wollen wir in die beste Hütte der Alpen, irgendwie so einen Slogan haben die sich da ausgedacht, muss ich gleich nochmal nachgucken. Kommen wir gleich noch schnell zur Agenda. Vom 6. bis 9. Juli findet das statt, und unseren Aufruf, den wir hier machen, der ist an euch gerichtet, ja, an das Internet, an die Netzleute, die uns jetzt zuschauen. Ihr könnt da mit dabei sein. Einzige Bedingung, Bernhard? Ja, also jeder muss jemanden mitbringen. Also wir sagen mal Unternehmensvertreter, aber die Regel, die kennt man ja vielleicht dann noch aus, wenn man früher in die Disco gegangen ist. Mädchen haben freien Eintritt, Jungs müssen zahlen. Spaß beiseite, wenn wir da als Berater, Experten zusammenkommen, dann habe ich gesagt, einziges Eintrittsticket ist, dass man dann auch einen Unternehmensvertreter mit im Schlepptau hat. Damit das, sag mal, nicht so eine kommunizierende Röhre ist, sondern das, was da diskutiert wird, auch immer, sag mal, Praxisrelevanz hat. Genau. Ich habe jetzt kurz mal die Agenda eingeblendet, vor allen Dingen für den Freitag, den 6. und Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. Juli.
ich würde mal sagen, den Weg zum Gipfel werden wir mal nicht thematisieren, wenn nicht jeder steigt ja dann jetzt in Düsseldorf ein oder so, einer startet ja vielleicht dann auch aus Berlin oder Remagen. Ja, oder Remagen und wir treffen uns irgendwie am Freitag, am 6. Juli dann irgendwie abends im Hotel und dann gibt's ein Get-Together. Der erste Tag ist noch relativ unspektakulär, der Samstag, da geht's dann schon richtig ans Eingemachte. Genau, also am Samstag, wobei ich denke, der Freitag ist schon wichtig, dieses Restaurant Ginger and Gin, okay, das ist echt eine Location, auch noch ein bisschen Party-Flair. Freitagabend wird da die Jeunesse Dorée aus dem Ort auflaufen und ein bisschen Gas geben. Also insofern ist ganz gut, wenn man da vor 8 Uhr da ist, noch in Ruhe was isst, bevor dann da Party losgeht. Und am Samstag ja wollen wir 3 Sessions machen nach einem gemeinsamen Frühstück. Wir haben im Grunde genommen uns 3 Themenblöcke auserkoren, die wir uns sozusagen zum gegenseitigen Lernen mitnehmen. Das eine ist das Thema Datenkapitalismus. Ich habe mir das Buch jetzt auch von dem, wie heißt er, Thomas Ramge, oder, ja, richtig, Gott sei Dank, bestellt, ist noch nicht angekommen, aber dein Interview mit ihm war sensationell und du willst ja auch, du bist ja hier der Sessiongeber, willst dann auch unter anderem aus dem Think Tank des Bundeskartells ein bisschen, Bundeskartellamt ein bisschen erzählen. Ja, dann haben wir im Angebot ein Thema, was, sagen wir mal, die New Work-Fraktion vielleicht interessiert. Transformative Leadership, da geht es um neue Gestaltungsansätze für die Unternehmenstransformation. Wir wollen das aber wirklich erden. Also wir lassen die Jungs da nicht raus. Der Marc Frey und der Michael Kemper, die müssen dann wirklich schwitzen und uns sozusagen auch mitteilen können, wie man vorgeht, wie man agile Teams baut, welchen Typus von Menschen ich da brauche, was macht ein Team dann letztendlich auch schlagkräftig. Ja, und das dritte Thema, da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass mir einer da abgesprungen ist, der Christian Pereira, der ist so im Tagesgeschäft abgetaucht, dass er leider keine Zeit hat für uns. Da geht es um konkrete Kochrezepte für die praktische Umsetzung im Mittelstand, Leuchttürme, Best Practice. Da bin ich ja mit vielen, vielen Workshops im Moment unterwegs und bis zum Termin werden wir da auch noch jemanden finden. Also das, zwei Minuten haben wir noch. Vielleicht sagen wir machen noch das letzte Thema. Genau. Letzte Thema, AI im Do-It-Yourself. Also wenn jedermann zum Entwickler wird, da geht's uns wirklich darum, wollen wir noch einen Techie für begeistern, uns mit auf die Reise zu begleiten, um einfach mal zu zeigen, was heute schon an KI-Plattformen von der Stange verfügbar ist, um schnell einfach neue Applikationen zu bauen und wie das eigentlich auch die Gestaltung von datengetriebenen Anwendungen zukünftig mit beschleunigen kann. Also dabei ist noch eine Gipfeltour, Talk and Walk mit Einkehrschwung. Dann noch ein Abendessen mit anschließendem Kamingespräch mit Livestreaming. Dann am Sonntag wieder 6 Sessions in der Digitalwerkstatt. Dann machen wir eine historische Stadtwanderung oder Felsentherme, wo man dann verwöhnen lassen kann, sozusagen, ne? Ja, und das alles nur für den, also man muss die Anreise bezahlen, man muss seine Unterkunft bezahlen, die kostet, sag mal, zwischen 50 und 100 Euro pro Tag, ob Einbett- oder Zweibettzimmer und ja, Kost und Logis, und dann ist man dabei. Genau. So, dann, was für ein Angebot. Dann brauche ich die zweite Seite oder kann ich die jetzt auch noch einbinden, so genau am ach, das ist jetzt, ach shit, ich Agenda Teil 2, so, das sind nochmal die Grunddaten, die Teilnehmer, die bislang zugesagt haben, das lasse ich jetzt auch mal weg, das war, wie wir fahren mit dem Zug, wir machen doch noch eine Facebook-Event-Seite am besten, ne? Ja, cool. Ja? Du. Genau, ich mache das, wo wir natürlich dann die Session-Themen nochmal genauer vorstellen und die Konditionen und wann wir uns dann da eintreffen. 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, das war's. Bernhard, wir halten uns an die 10 Minuten, dass wir es auf LinkedIn noch veröffentlichen können und ich drücke auf Finish.